Also es geht um einen Engel, der auf die Welt kommt und mit der Menschheit aufräumt. Danach ist nichts mehr wie zuvor. Genau, und das wird bei Buñuel ein bisschen anders übersetzt. Nämlich, es geht um eine Gruppe von Leuten, die in einem Raum eingesperrt sind, ohne dass sie das am Anfang wissen und irgendwann dann feststellen, dass sie eingesperrt sind. Und dann geht es darum, wie sie mit dieser Eingesperrtheit oder mit dieser Situation umgehen. Naja, also es geht quasi um dieses menschliche Miteinander, was dann passiert, wenn Menschen eingesperrt sind in einem Raum und aus diesem Raum nicht mehr raus können. Und da werden so die Bedürfnisse langsam abgehakt, was alles wegfällt. Und die Fratzen kommen hervor und das Innenleben wird sichtbar. Und die Organisation im Raum zerfällt sozusagen. Das ist dann auch die Grässlichkeit des Menschseins, was so zum Vorschein kommt. Genau. Was mich oder uns auch sehr interessiert hat, die Frage, warum sind denn diese Leute eingesperrt und auch die Tatsache, dass es auf diese Frage eigentlich keine Antwort gibt. Es ist weder noch, es ist, was man sieht. Es ist eine ziemlich karge Wohnlandschaft, die auf ihre Funktionen zurückgestuft ist. Und in der probiert man sich irgendwie klarzukommen, also wohlzufühlen. Deswegen, also ich glaube, niemand würde so wohnen wollen. Deswegen ist es nicht die allgemeine Gesellschaft. Dafür ist es einfach viel zu langweilig in dieser Wohnung. Es gibt Leute, die hier drin wohnen, offensichtlich bei uns in diesem Stück. Und das hat so seinen Reiz, da dann Sachen auch auszustellen. Das ist dann sehr performativ und auch mit viel Humor und grausamen Humor. Viel Slapstick sieht man dann eigentlich sowas, so diese Alltagswiederholungen sind, die wir so kennen, die auch sowas mit profanen Dingen zu tun hat, wie man sein Leben gestaltet und wie man sich selber ertappt, dass man immer das Gleiche sagt und wie grässlich das ist und wie man sich selber schämt dafür. Und das sind so die Sachen, die sich so ausstülpen in dieser doch sehr kargen Wohnlandschaft. Wir haben auch sehr wenig Requisiten und Sachen eben in dieser Wohnung, weil die eben alles, was in dieser Wohnung ist, eine Funktion hat und auch damit eigentlich ein Symbol ist und auch zur Erzählung dazugehört, also ein richtig wichtiger Teil ist. Also jedes Detail, was man hier sieht auf dieser Bühne, erzählt was und hilft der Erzählung. Und so wie umgedrehtes Feng Shui, ne? Also es ist so die Stille, die dann so diese Grässlichkeit rauszieht. Also nicht durch die Übersättigung der Dinge und Ablenkung, sondern dass es wie so ein Vakuum hat. Wie nennt man das? Schröpfen? Wenn man so Giftstoffe rausschröpft, ja. Das ist so, da ist so ein Nichts und das bringt einen fast zum Wahnsinn. Das hat uns auch in der Produktion fast zum Wahnsinn getrieben. Also wie können wir mit dieser inneren Leere einfach auch wirklich klarkommen? Und das ist ein schmerzhafter, aber eigentlich auch sehr katharsischer Erholungsmoment. Das fand ich irgendwie, das war interessant. Also es war auch interessant, welche Kurven diese Produktion dadurch auch erlebt hat. Das ist ja wie der Dämon des Buñuels. Genau, der Dämon des Buñuels, was uns ständig begleitet hat. Und er kullert sich im Grab, weil er es lustig findet, dass er keine Interpretation wirklich klar gegeben hat. So. Eigentlich ist das wirklich das Beste, finde ich, an diesem Stück. Was? Dass es keine Interpretation gegeben wurde von ihm aus. Und deswegen ist man halt ständig am Grübeln, was bedeutet das? Und das macht es tatsächlich für mich auch mega aktuell, weil es einfach die ganze Zeit diese Frage im Raum steht und irgendwie man ist dazu gezwungen, sich zu dieser Frage zu verhalten. Man tut ja so, als wäre Information und Wissen immer so was wie Überlegenheit. Also man weiß, wie er es gemeint hat oder man weiß, warum sie nicht raus können. Ja. Und mit dem spielt er halt extrem. Also ob Wissen dann wirklich Macht bedeutet, dass man mehr weiß von außen als Rezipient, als Zuschauer oder ob es einfach von innen aus einfach nur eine absolute Furzidee ist. Und das war für uns halt als Künstler auch eine interessante Frage. So, ne? Also wo fühlst du dich da so als überhöhte
Hand und wo bist du wirklich von innen raus so am Schöpfen. So. Mhm. Also was glaube ich, mich daran interessiert, dass ich dadurch, dass es ein Film ist, natürlich eine ganz andere Bildwelt habe, die mich inspirieren kann oder wovon ich mich inspirieren lassen kann. Und es gibt schon auch größere Freiheiten, also wie man quasi einen Aufbau macht oder wie man das erzählt. Also dadurch habe ich einfach mehr Freiheit, die ich jetzt sehr genieße. Aber es ist jetzt auch eine bestimmte Filmart, die dich wahrscheinlich interessiert. Du machst jetzt nicht Frozen 2 als Theaterstück oder so. Noch nicht. Das fände ich mal schön. Ein blanker Abend mit Frozen 2. Filmisch, was auch für die Bühne. Also ich muss ehrlich sagen, alle Filme, die ich bisher gemacht habe, waren recht alt. Manchmal frage ich mich, ob das mit dem Tempo zu tun hat, weil die alten Filme einfach viel langsamer waren. Und ich mag irgendwie diese Langsamkeit so gern. Und natürlich sind das auch irgendwie große Werke, irgendwie mit denen man so umgehen muss und die schon sehr herausfordernd sind und so. Ja. Also für dich sind Frozen 2 keine großen Werke? Doch, auf eine andere Art und Weise. Natürlich sind also das große Werke. Blanca Rasch, Lion King. Fände ich jetzt gar nicht so uninteressant, muss ich sagen. Aber so ein ganz langsam. Ja, so ein ganz langsam. Alles mit. Ja, sehr was. Also ich wollte schon immer mal mit Blanca was machen. Ja, wir wollten eigentlich schon immer zusammenarbeiten. Immer. Also ich war interessiert an einfach auch der Handschrift so, wie sie arbeitet und den Längen und dieser sehr musikalischen Art und Weise. Was mir natürlich total Spaß macht, so von der Richtung, wo ich herkomme. Und auch diese Verzerrung von Inhalten und Komposition, also das Theaterstück eigentlich auch so performativ als Komposition zu sehen, ist absolut spannend. So. Was wird gesungen? Man ist sich nie ganz sicher, ob man das wirklich jetzt gerade hört, was gehört wird. Läuft da jetzt wirklich jemand im Flur mit High Heels rauf und runter? Also so diese surrealen Welten zu kreieren, Verzerrungen zwischen Inhalt und Klang und Text und Syntax, also wie, was sie jetzt gerade wirklich sagen, ob das wirklich eine kausale Anschluss hat oder einfach nur irgendeine Wortklauberei. Und ich glaube, da ist Blanca sehr, hat einen sehr feinen Schnitt eigentlich, dass sie da sehr frei mit den Medien, also gleichberechtigt mit den Medien irgendwie umgeht. Und das hat mich interessiert. Ja, also das ist, glaube ich, auch für mich so eine der wichtigsten Kriterien irgendwie für Theater machen. Dass eben, dass man verschiedene Mittel verwendet und die aber versucht, auf eine, eben auf eine, also gleichberechtigt zu verwenden, weil die Gestaltung des Lichtes erzählt genau so viel oder auch sehr, sehr viel, genauso wie die Musik oder natürlich auch die Schauspieler oder der Text. Also das ist alles, was dieser Abend irgendwie zu dem macht, was er ist. Es hat eine eigene Sprache und es hat eine ganz starke dramaturgische Funktion. Also es eröffnet eine ganz klar eine zusätzliche Ebene. Also es erweitert ja... Also ich weiß nicht, ich mache da gar nicht so Unterschiede irgendwie, weil das für mich alles irgendwie dazugehört. Also ich glaube, dieser Würgeengel von heute Abend, der ist schon sehr musikalisch und sehr, sehr kompositorisch fein zusammengeschustert zwischen Schauspiel und allen anderen Dingen, die sozusagen hier zusammenkommen. Der steht auch extra auf wackeligen Beinen so, also dass man sich nie ganz sicher sein kann, was ist hier jetzt die Norm, was wollen die uns verkaufen, und mit dieser Unsicherheit wird gespielt im Raum. Und das ist, finde ich, eine Kunstform, die
eigentlich auch wie Buñuel, also das entspricht, finde ich, auch sehr diesem Surrealen, dass sozusagen das Unterbewusstsein so getriggert wird, dass man denkt, man wird auf allen, in allen Sensoren irgendwie verführt, irgendwie aufmerksam zu bleiben. Und manchmal passieren Dinge gleichzeitig und man denkt sich, ui, was habe ich nicht mitgekriegt und sowas. Und diese Wachsamkeit, die dann aber doch andauert und die auch Längen haben kann und wo man plötzlich denkt, das habe ich jetzt doch schon mal gehört, wo plötzlich so Wiederholung ins Spiel kommt, das sind dann so sehr musikalische Ansätze, die verleiten, diesen Gedanken so wie anzudocken und dann wieder weiterzugehen und dieser großen Frage, die im Raum steht, warum verflucht nochmal, kommt die nicht raus, so als Gesellschaftspsychose einfach so anhängt sozusagen. Und ich glaube, da steckt so dieser Sog drin. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob da eine Unruhe entsteht, wenn man meine Inszenierungen ansieht, weil die schon sehr von der Stimmung her sehr ruhig sind. Ich glaube, was es vielleicht interessant macht oder eben zum Gedanken anregt, ist, dass man sehr, sehr viel entdecken kann, aber auch nicht muss. Aber es gibt irgendwie Sachen zu sehen, die irgendwie ganz klein sind und ganz fein. Und man kann aufmerksam sein. Man kann sich tatsächlich auch, finde ich, von dieser Atmosphäre so berieseln lassen. Aber eben, man kann auch irgendwie aktiv da mitdenken. Und ja, genau. Also das finde ich irgendwie beides möglich. Und das gefällt mir so an der Arbeitsweise, dass man das beides ist erlaubt. Es ist auch total erlaubt, sich zu langweilen. Ich habe kein Problem damit. Also, ja, sehr entschleunigend auf jeden Fall. Also, oder? Dass ja, so, total. Also, finde ich, es ist ein sehr schönes Wort. Also, Blanka mag sich zu langweilen, obwohl ich das noch nie mit ihr erlebt habe. Aber es ist schön, dass du das magst, weil wahrscheinlich magst du es, weil du es... Weil ich selber nicht mich langweile? Ja... Ich mag halt irgendwie, wenn die Dinge so möglichst langsam sind. Also das ist doch so total, finde ich, eine Seltenheit, dass man einfach nicht sich nicht stressen muss. Und das, ich glaube, das entspricht schon auch meiner Temperatur, muss ich schon sagen. Ja, auf jeden Fall.